Jetzt geht's auch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Soul Mask. Ja, wir wollten uns eigentlich da hinten wieder treffen, aber ich habe mir gedacht, wir brauchen jetzt einmal Felder. Und ich wollte jetzt da anlegen. Die Felder. Da wir ja unbedingt einmal zum Essen brauchen. Und das für unser Lama. Und kann jetzt da nichts herbauen. Man hilft wahrscheinlich ein Unterwasserfundament brauchen. So, so. Da noch eins und da noch eins. Und hier und hier. Wieder in das andere eingebaut. Das ist lästig. So, das darf uns einmal patchen da. Das ist echt nervig, sowas. So, wie breit ist denn jetzt so ein Fädel? Ich habe schon alle verbaut. Mein Gott. Halt, null. Okay, so ein Feld ist breiter. Brauchen wir definitiv noch eine Reihe. Verdammt. Den Ort. Also Lehm, Stroh und Stroh und Geseile war das. Stroh. Fundament. Alle herstellen. Gibt es Samen auch schon in der Dash? In der Dash. Nicht alle herstellen, damit zwei Ohren. Gut. Die neuen. So, müssen wir da auf jeden Fall nur erweitern. Na, verdammt. Ist das lästig. Warum kann ich da in das andere was einbauen? Das nervt echt. Hallo? Hallo? Kannst du da bitte dagegen springen? Das war voll, voll toll. Muku Muku. Ja. Verbessert. Gut, da können wir nur ein paar. Hat noch ein paar in der Pipe. Zack. Eins noch, glaube ich, geht noch, oder? Eins geht noch. So, dann haben wir, glaube ich, da unten keine mehr vorbereitet. Nö. Okay. Stopp. Gut, probieren wir es nochmal. Ja, jetzt passt es her, Schatz. Ja? Aha. Geht nur uns? Nein, da geht keins mehr. Also wir da noch was herbauen. Aber wir haben noch zwei. Wir haben noch zwei. Aha. Zack und zack. Und jetzt fällt mir gerade auf, ich jetzt gerne auf der Seite. Gut, nein, das geht. Das geht. Das geht. Drei Felder haben wir. Ja. Aber ich habe nur Platz. Ich habe nur mehr drei gebaut. Das heißt, entweder ich baue jetzt da noch mehr Reihe ohne. Das können wir ja dann nochmal erweitern. Ja. Können wir ja dann nochmal erweitern. So, halt falsche Taste. Wir haben Mais, Chili, Baumwolle und Tomaten. So, eine kann man auf Wäldern mehrere verschiedene Sachen anbauen.
Das geht nicht mehr. Da macht der Abstand ausstatt. Jetzt habe ich da Baumwolle. Es braucht richtig Platz, das Baumwolle. Her da. Aber ganz knapp. Schauen wir mal, was geht. Baumwolle mal verbaut. Dann haben wir da Chili. Okay. Chili braucht anscheinend mehr Platz. Komischer Aufbau. Jetzt da kommt Pflanzen. Man weiß es nicht. Da geht auch wieder nichts. Chili haben wir. So, was haben wir da noch? Mais. So, sparen wir hier. Gut, alle Samen verbaut. That's it. Hydration müssen wir auf jeden Fall sorgen. Kompost, Aschedünger, Knochenpulver, Steinpulverdünger. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was die jetzt brauchen. Nutzpflanzenart festlegen. Tomate braucht. Knochenpulverdünger. Baumwolle braucht. Kompost. Baumwolle. Baumwolle Chili braucht. Und Chili passt. Chili braucht gar nichts. Okay. Es ist super. Chili ist pflegeleicht. Ist das Chili? Ja, Chili. Chili ist pflegeleicht. Und Mais ist auch pflegeleicht. Braucht auch nichts. Okay. Also da brauchen wir jetzt Kompost und Knochen. Kompost und Knochen und wir brauchen Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Wasserbehältnisse haben wir. Irgendwo Kompost. Was da drin? Nein. Wo war's? Irgendwo habe ich Kompost gehabt. Da haben wir's. Kompost und Knochen und Asche. Nehmen wir mal alles mit. Genau. Sehr gut. So, jetzt wässern wir erst einmal. Bewässer die. Abreißen, demontieren, Nutzpflanzen festlegen. Wir probieren es einfach mal mit der 3. Na, da trinkt er selber. Wie wässer ich? Wie wässer ich?
Geht es vielleicht bloß mit dem da? Schauen wir mal. Das ist gut fürs ganze Feld. Das ist gut. Haben wir schon mal. Okay, dann müssen wir mal wässern. Das heißt, wir brauchen vielleicht noch ein paar so Karaffen. Und sonst wird das. Sonst wird das eine langwierige Sache. Jetzt wässern wir erst einmal ein bisschen. So. Wässern. Da müssen wir auf jeden Fall noch eine Treppe herbauen, deswegen hätte ich eigentlich das Stroh auf Gumbrum bei und keine Treppe. Dass unsere Mitarbeiter da auch hinkommen. Ich hoffe, dass ich die einteilen kann, dass die da hingehen. So. So, nochmal wässern. Dann rennen sie einmal wieder und dann ist es auch wieder gewässert. Was abbaut, braucht man noch Wasser. Verkehrt. So. Ackerland bestätigen. Ja, da kann ich einstellen, was da angebaut werden soll. Okay, man kann natürlich jetzt jedes Feld einzeln benutzen für eine Art. So, und da haben wir aber nichts abpflanzt. Okay, dann da noch mal einen Schöpfer. Machen wir noch überall einmal einen Tausi rein. Gut, also die sind sinnlos, was das angeht. Sinnlose. Ist da mal auch da einer. Weiß ich, wo es ist. So, jetzt brauchen wir die Dünger und die Asche und den Knochenmehl. Das können wir wieder da einordnen. Das können wir da einer ordnen. Das Gesell können wir wegordnen. Die Schüssel können wir wegordnen. So. Genau, da haben wir auch noch ganz viel, da schauen wir dann noch, wie wir unsere Maske aufwerten können. Jetzt braucht man Dünger. So, was brauchen wir jetzt dafür? Was haben wir da? Baumwollpflanze. Braucht gar nichts, ist glücklich. Okay. Tomate ist jetzt nicht so glücklich, die braucht Knochenpulver, das ist 9. Ist auch glücklich. Müssen wir eh die einzeln machen oder was? Hallo? Ah, der braucht jetzt Kompost, der Baumwoll. Achso, dann muss ich. Oh. Kompost ist die 9. Hallo? Oh, das ist aber stressig, wenn ich da jedes Ding einzeln machen muss. Das ist aber lästig. Hallo? Ah, nein, muss ich nicht. Die haben bloß so weit außen wahrscheinlich, dass die nicht sind. Der hat jetzt Kraft. Und der auch. Okay. Jetzt brauchen wir da der Chili. Baumwolle da noch. Mein Gott. Kompost. Steinpulverdünger, die 9. Hallo? Die 0, also es ist Knochenpulver. Scheibenkleister. Das ist auch schön. Das ist quasi auch nicht das, was wir brauchen. Steinpulverdünger.
Pulver. Steinpulverdünger wird hergestellt an. Zwischen Mineralien, Dünger, bla bla bla. Welche Werkbank ist das? Düngereimer. 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 In Lehm, Holzblatt. Hammer. Ja, hau drauf, dass er weiß, dass du bist. Stein, Lehm, Holzplatten, Dünge. Der Düngeeimer, Dünge, Dünge, Dünge. Na, der ist schon fertig. Nee, der braucht ja ewig. Jetzt brauchen wir. Brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht immer. Können wir da mehr einer schmeißen? Düngeeimer. Schau mal. Da haben wir da draußen her. Mal schauen, wie groß der ist. Der Düngeeimer. Noch 3, 2, 1. Batsch. Düngeeimer. D7. Na, du bist doch nicht so groß. Aber die kann auf dem Boden gebaut werden. Okay. Steinpulver. Fäkalien. Mein Gott. Fäkalien. Gibt's hier Klo? Oh. Je. Toilette. An der Bauwerkstatt. Holzplatten, Keramik, Gussform und Stroh. Mein Gott. Holzplatten, Keramik, Gussform und Stroh. Keramikusform, Holzplatten und Stroh an der Bauwerkstatt. Bauwerkstatt ist Bauwerkstatt. OI. Warum kann ich nicht bauen? Ah, Hartholzplatten. Verzeihung. Verzeihung, haben wir der falsche Holzplatte. Toilette. Haben wir zwei. Vier Leute. Dann nehmen wir lieber mit 2 Klo. Alter, das brauchst du in der Summe, das gehen wir so. Nein! 2 reichen. So, da baut er fleißig sein Toilettenhäuschen. Haben wir schon. Das zweite ist im Zulauf. Da gibt es auch Strafe für die Leiter und Latrinendienst. Mhm. Sehr gut. Hä? Warum lässt du das da drin? Nimm das mal wieder mit, das räumen wir auf. Immer alles ordentlich halten. So, Toilettenhäuschen, ja. Brauche ich jetzt nicht unbedingt gleich vor der Haustür. So rum ist der Eingang. Dixie Paradise. Wichtige Sitzung. Ich das
Artischock, oder? Ah, Fäkalien. Na, lecker. Ah, Sonja ist auf dem Klo. Sehr gut, da geht was. Wir kennen da noch mal da einer. Steinpulver. Dann brauchen wir noch Säureflüssigkeit. Salpeterpulver. Ja, Sakrament, wo machen wir denn jetzt Salpeterpulver? Entschuldigung. Was ist Schleifer? Knochenpulver. Kakaopulver. Fettige Nahrung. Schlachter nicht. Ahnung. Nicht unbedingt. Tierzucht. Das ist Futter. Zuchtfarm. Okay. Du hast aber zwei Punkte mehr haben. 6 Punkte. Maskentechnik. Ermöglicht immer die Anpassung von Maskenzeichnung, Frisuren. Ich möchte eigentlich Salpeterpulver machen. Das kann ich aber noch nicht da. Wenn wir erst das da brauchen. Doch da irgendwo dabei sein, oder? Ah, da. Nein, feines Salz. Das ist fürs Kochen. Masken, Trocknung. Kann ich schon Salpeterpulver. Sollen wir schauen. Salpeterpulver. Ist gesperrt. Schleifer kann das herstellen. Ja, da habe ich ja gerade geschaut. Schleifer. Basisschleifer. Der kann das aber jetzt nicht. Müssen wir vielleicht einmal so einen Schleifer bauen. Schleifer. Stein- und Holzplatten. Yeah, yeah. Sehr komplex, sehr komplex. Stein. Und Holzplatten. Schleifer. Das ist sehr komplex, sehr komplex. So, ich habe da schon mal dran gebaut. Dann muss ich noch umbauen, also dass das alles ganz außen ist. Weil jetzt glaube ich, wird es mich ein bisschen enger mit dem Schleifer. Na gut, da passt nur einer der Schleifer. Okay, Schleifer. Salpeterpulver. Oh, das ist noch gesperrt, oder? Salpeterpulver, es ist gesperrt, weil... mittlerer Schleifer. Dazu müssen wir erst ins Bronzezeitalter. Dafür braucht man 20. Da müssen wir da nur... müssen wir noch aufsteigen, es hilft alles nichts. Machen wir hochwertige Nahrung, es gibt ein bisschen Buff. Trocknungstechnik, gut. So. Jetzt bauen wir mal einen hochwertigen Ofen. Also ja eh wurscht ist. Wir gehen mal mit dem anderen eh nicht weiter. Ofen. Die sind die nicht da. Kochherd. Kochherd. Baumzweig, Stein und Keramikusform. Ja, das haben wir alles. Zweige. Steine. Und Keramikusform haben wir auch noch 10. Gut. Kochherd herstellen. Danke. Zurück. 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 Das ist jetzt halt blöd, weil wir das halt nicht düngen können. Jetzt habe ich keinen Steindünger. Können wir das da mal da
Müssen wir da außer da? Sonst sehen wir es nicht. Können wir den Dünger? Kommt mir einer da? Weil den stellen wir ja da den her. Knochenpulver. Ja, es ist jetzt wie blöd für euch, weil ich habe keinen Steinpulverdünger. Mais braucht Knochenpulver, den haben wir noch. Knochenpulver haben wir noch, Knochenpulver haben wir noch. Knochenpulver. Meist können wir nur düngen. Der ist gedüngt, der ist auch gedüngt. Hallo? Kannst du mal düngen, bitte? Okay. Der Chili hat jetzt ein Problem. Also ich habe ein Problem bei der Chili, die habe ich kaputt geht, wenn er nicht gedüngt wird. Jedenfalls steht da ein Ablauftimer da, aber 4000 Minuten oder irgendwie so. Oder was steht da? 4000 Minuten, ja, dann ist er hier. Bis dahin müssen wir quasi das China. Gegenstand ansehen. Oh, die waren fleißig. Ui, die waren fleißig. Ich finde das jetzt zwar nicht so toll, dass ich das da rausgreifen darf, aber hey, was hilft's? Oh mein Gott, wo ist denn die Zeit hin? Eieieiei. Die Zeit läuft. Haben wir schon bei 26 Minuten. Eieiei. Damit ist da raus löschen. Kann man die mal demontieren? Alles mitnehmen, bitte. So, jetzt kann ich weiter mit da einer. Und da einer. Ja. Wo ist da denn eigentlich nichts verloren? Du bist ja fertiges Essen. Die zwei eigentlich auch nicht. Die tut mal da aber nicht einer. Okay, dann bleibt sie halt da unten. So, jetzt brauchen wir den Ofen noch. Das Feuerzeug wieder rein, das Feuerholz, Feuerzeug aktivieren. So, jetzt können wir da hochwertiges Essen herstellen. Sehr schön. Gut, aber damit befassen wir uns mal in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Servus.